Er ist EU-Jugendbotschafter, internationaler Unternehmer und hat die Karriereplattform Whatchadu gegründet. Ali Maloji versucht, Jugendlichen eine Perspektive zu geben, zu zeigen, was aus ihnen werden kann. Der Blick in die Zukunft, derzeit für viele besonders schwierig, aber das sei nicht neu, meint der gefragte Keynote-Speaker beim Zukunftssymposium in Everding. In der Geschichte der Menschheit war es schon immer so, wir haben nicht gewusst, wie die Zukunft aussieht. Nur wir haben in den letzten Jahren der Industrialisierung dieses Bild bekommen, wie Wohlstand auszusehen hat. Wir haben immer gedacht, dass für alles irgendwann gesorgt ist und diese Welt haben wir erschaffen. Wir haben den besten Wohlstand aller Zeiten, aufgebaut von den Menschen, die Europa, aber auch Österreich in den letzten 70 Jahren aufgebaut haben. Und jetzt geht es darum, eine neue Geschichte der Zukunft zu entwickeln, eine neue Geschichte der Menschheit. Stellen Sie sich vor, eine der ältesten Geschichten der Menschheit erforscht sie, die Anthropologin Bettina Ludwig, beobachtet den ältesten und einzig noch existierenden Jäger- und Sammlerstamm Namibias, auf der Suche nach der Natur des Menschen. Der Blick in die Zukunft, sagt sie, braucht viel Vertrauen. Beim Zukunftssymposium geht es darum, dass wir den Menschen zeigen, dass es weitergehen wird und dass wir gemeinschaftlich zusammenhelfen können und sollen, dass es auch positiv weitergehen wird. Dazu haben die 7 Keynote-Speaker unterschiedliche Ansichten. Der 11-fache Weltmeister im Freitauchen sieht die Zukunft der Ozeane und damit auch die der Menschen gefährdet. Er plädiert für ein schnelles Umdenken in Klima- und Umweltpolitik. Würde das Meer wirklich sterben und wir sind am besten Wege, das zu vollbringen, dann würden wir heute jeden zweiten Atemzug nicht mehr tätigen können. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir uns auch um die Ozeane kümmern in der Zukunft. Zurück zu Ali Maloji und der Gegenwart. Die Veranstaltung mit strengem Corona-Sicherheitskonzept. Mit Corona gehen die Menschen unterschiedlich um, sagt er. Damit auseinandersetzen muss sich aber jeder. Die einen sagen, Corona könnte man nutzen, um sich neu zu erfinden. Die anderen sagen, das ist das Ende der Welt. Egal, was sie da rein projizieren, es wird stimmen. Und ich kann nur sagen, für mich ist das aktuell eine Situation, wo man einfach merkt, du kannst nichts planen. Also du kannst heute das planen, das ist morgen anders. Und damit gilt es sich aber zu arrangieren. Das heißt, Corona ist für mich das pure Leben und das pure Leben ist nun mal Chaos. Es ist nicht immer schön, es geht rauf und runter. Alle Widerstände im Leben würden uns stärker machen, sagt Maloji. Die Frage bei Corona sei eigentlich nur, wie gestärkt werden wir daraus hervorgehen. Die Gemeinschaft zu denken, zu verstehen, dass wir nicht alleine sind, dass wir links und rechts blicken sollten.